Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vater, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Kennt ihr die letzten Worte der Bibel? Die allerletzten? Es ist ein Gebet, eine Bitte, ein Hilferuf. Komm, Herr Jesus. So endet die Offenbarung des Johannes im 22. Kapitel. Auf Aramäisch beteten und riefen die Jünger und die Jüngerinnen Jesu vor 2000 Jahren: Maranatha, Jesus, Herr, komm. Das sind Worte einer riesigen, noch unerfüllten Sehnsucht nach Frieden, Erlösung, Befreiung aus großer existenzieller Not. Es ist eben noch nicht alles neu. Hatte Christus denn nicht auch versprochen, ich werde wiederkommen? Komm, Herr. Diese Bitte soll heute im Mittelpunkt stehen. Mit Worten eines Liedes aus unserem Gesangbuch: Komm in unsere stolze Welt. Die Nummer 428, wer ein Gesangbuch in seiner Nähe hat, kann ja die Nummer mal aufschlagen. Die anderen, die Strophen werden natürlich alle projiziert. Komm in unsere stolze Welt. Das ist kein zahmes und harmloses Lied, sondern eines, das Gott bittet und bestürmt. Komm, komm doch. Es ist ein Aufschrei. Es ist ein Hilferuf voller Dringlichkeit. SOS, save our souls. Rette unsere Seelen. Und es ist gleichzeitig ein Bußruf, eine Mahnung zur Umkehr, ein Protestlied gegen die Welt, wie sie ist. Gott, komm und überlass uns und unsere Welt nicht sich selbst. Bewahre, rette, hilf du, was wir immer nur wieder zerstören. Wie viele Menschen haben das durch die Jahrtausende hindurch gebetet? Wie viele rufen jeden Tag so zu Gott: Komm und lass uns nicht länger warten. Ich bin sicher, es sind unendlich viele, weil ihr Leben in akuter Gefahr ist oder weil Nachrichten sie mit dem ständigen Trommelfeuer von Katastrophen tief erschüttern oder weil sich in unseren Albträumen inzwischen Atomblitze am Horizont abspielen. Furchtbare Berichte, Bilder aus Kriegs- und Hungergebieten, und damit ist beileibe nicht nur die Ukraine gemeint. Komm, Herr, ohne dich sind wir so allein, so hilflos, so ohnmächtig. Geschrieben hat den Text dieses Liedes vor über 50 Jahren, im Jahr 1968, ein Hans Graf von Lehndorff. Lehndorff, auf seinen Adelstitel legte er keinen Wert, kam aus Ostpreußen und war Arzt. Er hatte den Krieg und Kriegsgefangenschaft erlebt. Ein enger Verwandter von ihm wurde wegen Verwicklung in die Vorbereitung des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler umgebracht. Über seine Kriegserlebnisse hat ein vor vielen Jahren sehr bekanntes Buch geschrieben: Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945 bis 1947. War mal ein Bestseller. Es ist auch ein Glaubenszeugnis, in dem Lehndorff berichtet, dass Bibel, Losung und Gesangbuch seine tägliche Überlebensration waren. Einmal schreibt er: Die Bibel, die mir 100-mal schon aus der Tasche gerissen wurde, ist noch da. Mehr brauche ich nicht. Hans Lehndorff war Mitglied der Bekennenden Kirche. Gegen Ende seines Berufslebens war er Arzt, wurde zum Pfarrer ordiniert und wirkte als Krankenhausseelsorger in Bonn. Und 1987 ist er dort gestorben. Ihm verdanken wir das Lied mit den 5 Strophen. 5-mal komm. Komm in unsere Welt. Komm in unser Land, in unsere Stadt, in unser Haus, in unser Herz. Immer dichter, immer
drängender wird dieses Gebetslied. Von Strophe zu Strophe wird es immer persönlicher. Der Text ist ein Gebet, der mich sehr bewegt, seit ich dieses Lied vor über 20 Jahren kennenlernte. Und das auch ohne die später entstandene Melodie uns berühren kann. Wir werden die Strophen im Laufe der Predigt natürlich singen. Da die Melodie etwas spröde ist und für viele ungewohnt, bitte ich Johannes, sie uns mit seiner Klarinette einmal vorzuspielen. Und wir versuchen es gleich mit der ersten Strophe. Komm in unsere stolze Welt. Komm in unsere stolze Welt. Stolz werden in der Bibel Menschen genannt, die im Vertrauen auf ihre eigene Stärke, auf ihre eigenen Leistungen meinen, Gott nicht mehr nötig zu haben. Eine riesengroße Gefahr. Besonders für die Starken, die Erfolgsverwöhnten, die Selbstsicheren. Und dabei ist die Frage doch, haben wir irgendeinen Grund, stolz zu sein? Sieht es so blendend aus in unserer Welt? Sind wir der Lösung der vielen Kriege und Konflikte näher gekommen? Haben die Armen endlich das, was ihnen als Menschen zusteht? Ein Recht auf Leben, ausreichend Nahrung, auf Heimat, auf ein festes Dach über dem Kopf. Ist unsere Erde ein sichererer Platz zum Leben für fast 8 Milliarden Menschen als noch vor wenigen Jahren? Ist die Schöpfung Gottes weniger gefährdet durch Verschwendung, Verschmutzung und rücksichtslose Ausbeutung ihrer Schätze? Eine Antwort erübrigt sich. Es wäre jedes Mal ein ziemlich kleinlautes Nein. Unser Vers nennt vier Gründe, warum es weder den Armen noch dem Frieden noch der Erde noch uns allen besser geht. Macht und Geld, Hass und Feindessinn, sie gehören eng zusammen, sind Zwitter. Wer Macht und Geld über alles andere stellt, sät Hass und Feindessinn unter denen, die davon ausgeschlossen sind. Dazu der viele Hass, der sich zunehmend auch bei uns zeigt, gegen Andersdenkende, Fremde, Flüchtende, gegen jüdische Mitbürgerinnen, zunehmend auch gegen Politiker und Politikerinnen. Hans Lehndorff war am Ende des Krieges Leiter eines Lazaretts in Königsberg. Er wurde beim Einzug der Roten Armee Zeuge vom vielfachen Hass und Feindessinn, den er aber in gleicher Weise schon vorher bei seinen Volksgenossen erlebt hat. Lasst die Völker nicht verderben, bittet er, nachdem er selber Mutter, 4 Brüder und sein Zuhause in einem furchtbaren Krieg verloren hat. Am 1. Juli 1945 beschreibt er im Tagebuch, wie eine junge Ärztin und hochgeschätzte Kollegin stirbt. Monatelang hatten sie zusammen unzählige Verwundete und Gefangene versorgt. Dann stirbt sie, ausgelaugt, todmüde und zermürbt von Misshandlungen und Vergewaltigungen. Lehndorff schreibt,
Am Freitagabend hat das Herz aufgehört zu schlagen. Einer bringt mir ein Holzkreuz. Darauf schreiben wir ihren Namen sowie das Geburts- und Todesdatum. Und auf die Rückseite schreiben wir die Schlussworte der Heiligen Schrift. Amen. Ja, komm doch, Herr Jesus. Gott liebt diese Welt, haben wir gesungen. Er will sie nicht verderben. Sie ist seine geliebte, kostbare Schöpfung. Sie ist auch der Ort, an dem unsere Kinder und Enkel und noch viele kommende Generationen ein erfülltes Leben finden wollen. Frage: Welche Hoffnung habe ich noch für diese Welt? Wofür bete ich gezielt? Oder ist bei mir längst Resignation an die Stelle der Hoffnung getreten? Wir können doch nichts machen. Wir singen Vers 2. Wohl keiner von uns wird bezweifeln, dass wir tatsächlich in einem sehr reichen Land leben. Dass wir trotzdem oft unzufrieden sind und klagen und jammern und nörgeln bei uns sehr ausgeprägt sind, steht auf einem anderen Blatt. Ein Besuch in einem Land des Südens macht jedem Reisenden aus Deutschland sehr schnell klar, wie unvergleichlich viel sicherer, komfortabler und angenehmer wir auf der Nordhalbkugel dieses Planeten leben. Reichtum und Überfluss lassen Menschen nie unbeschädigt. Sie kosten einen immensen Preis. Wie oft haben wir es schon gehört und wie wenig hat sich dadurch geändert, dass wir unseren Reichtum auf Kosten kommender Generationen erwirtschaften, auf Kosten weiter verarmender Länder des Südens, auf Kosten der Schöpfung. Werden Geiz und Unverstand weiter triumphieren? Gibt es überhaupt noch einen Ausweg? Hans Lehndorff kommt im Frühling 1947 nach Berlin, mittellos, an Leib und Seele total ausgelaugt und ausgehungert. Er trifft Menschen, bei denen er seine Erlebnisse loswerden kann, die ihm zuhören. Und er erfährt, wie gut es tut, wenn ein Menschenherz erwacht. Und trotz allgemeinen Mangels vom eigenen Überfluss abgibt. Er schreibt, und dann geschah es, dass ein Mensch mitten im Strom des Erzählens ein Stück Brot aus der Tasche nahm und mir die Hälfte davon reichte. Eine Geste, wie sie in jenen Tagen des Mangels üblich war. Möglich, dass es in unserem reichen Land meist nicht nötig ist, ein Stück Brot aus der Tasche zu ziehen. Möglich aber auch, dass wir in den Tagen des Überflusses diese elementare Geste des Teilens längst verlernt haben. Die Frage nach Brot und Gerechtigkeit für die weiter wachsende Millionenzahl der Armen und Hungernden ist eine ganz zentrale Glaubensfrage. Gott hat uns seinen Reichtum ja mit einer Maßgabe anvertraut. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder einer meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Schafft aus eurem Überfluss Rettung dem, der hungern muss. Wieder eine Frage. Wofür setze ich meinen persönlichen Überfluss ein? An Zeit, an Kraft, Energie, Fantasie, Einsatzfreude, ja und natürlich auch an Geld.
Wir singen Strophe 3. Von Strophe zu Strophe kommt uns das Sehnsuchtslied näher und näher. Immer enger wird der Kreis gezogen. Erst die Welt, dann das Land und dann in die Stadt wird Gott herbeigerufen, herbeigesehnt. Können wir Gottes Stimme überhaupt noch hören? In der Stadt? Die Menschen der Bibel, ja Menschen des Glaubens zu allen Zeiten, wussten, Gott ist nicht im Lärm. Gott ist nur in der Stille, im Schweigen, im Lauschen, im intensiven Zwiegespräch mit ihm zu finden. Komm in unsere laute Stadt. Wortgeräusche, Maschinenlärm, der Wortschwall der Medien, die permanente Musikberieselung gehören ganz selbstverständlich zu unserem täglichen Leben. Vielleicht brauchen wir diese Geräuschkulisse, um aufkommenden Fragen und Ängsten auszuweichen. Dient der ganze Lärm vielleicht in Wahrheit sogar dem Ziel, die Stimme Gottes zu übertönen? Hans Lehndorff erzählt, dass er beim Abschied aus seinem zerstörten Heimatdorf sich in die alte Kirche setzt und alleine singt: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ. Eine wunderbare Stärkung für ihn, für seinen langen, weiten Weg durch Lärm und Streit. Wenn Jesus Kraft brauchte für seine Aufgaben, für seine Sendung zu den Menschen, zu den mühseligen und Beladenen, dann ging er in die Stille, auf einen Berg, in die Wüste, um sich die Kraft zu erbitten für den Weg durch Lärm und Streit. Mit dieser Strophe bitten wir um die Kraft, Wege zu gehen, zu denen viele gar keinen Mut mehr haben. Mehr noch, die zu gehen auch völlig unpopulär geworden sind. Wer traut sich denn außerhalb der Kirchenmauern noch zu sagen, dass ihm der Weg zu Gott und seiner Ewigkeit wichtig sind? Vielleicht habt ihr es ja gelesen. Vor kurzem wurde in den Paulus-Nachrichten auf den City Outreach Bielefeld hingewiesen. Ziemlich frei übersetzt, eine Missionsbewegung für Bielefeld. Am Samstag, dem kommenden, am 5. November und am 3. Dezember von 15 bis 18 Uhr findet der nächste City Outreach Bielefeld statt. Startpunkt, diese Kirche. Ziel, Gottes Liebe unserer Stadt durch Gebet und Zeugnis bekannt zu machen. Frage, wollen auch wir lernen, den Weg durch Lärm und Streit nicht zu scheuen, sondern an Gottes Hand diesen Weg zu gehen? Wir singen die vierte Strophe.
Immer enger wird jetzt der Kreis gezogen nach Welt, Land, Stadt, jetzt das Haus. Je mehr uns das Leben abfordert und uns überfordert, wächst das Bedürfnis, uns zurückzuziehen, uns abzuschotten, eine Tür hinter uns zuzumachen. My home, my castle. Wie oft verschanzen wir uns in den eigenen vier Wänden? Wie oft werden die Mauern unserer Häuser und Wohnungen zu abweisenden Wänden, undurchlässig selbst für Nachbarn, die im gleichen Haus mitwohnen oder in der gleichen Straße? Bei Jörg Zink fand ich den schönen Gedanken: Es gehört zum christlichen Wohnen, dass das fremde Schicksal eintreten darf, dass Türen nicht verschlossen sind, sondern nur angelehnt. Hans Lehndorff erinnert an die Zeiten der Wanderung des Gottesvolkes. Feste Häuser kannten sie nicht. Und in Zeiten der Sesshaftigkeit wurden die Israeliten immer wieder daran erinnert, nicht zu vergessen, dass sie selber einmal Nomaden und Fremdlinge gewesen sind. Und wir werden auch an das Wanderleben Jesu erinnert, der unterwegs geboren wurde und seine Geburt unter einem sehr unsicheren Stern stand, mit Herbergsuche in einem armseligen Stall, mit Verfolgung und Flucht, nackt und ungeborgen. Diese Strophe erinnert daran, sich nicht an Reichtümer zu klammern, wie der reiche Kornbauer im Gleichnis Jesu, der viele Güter zusammenraffte und plötzlich über Nacht starb, ohne loslassen zu können, ohne Abschied. Frage: Will ich lernen, mich nicht in mein privates Schneckenhaus zu verkriechen, sondern aufbruchbereit zu bleiben, bereit, mich von Gott immer wieder auf unbekannte, notfalls unbequeme Wege führen zu lassen? Die letzte, die fünfte Strophe. Am Ende das eigene dunkle Herz. Das Herz der Finsternis heißt ein berühmter Roman von Joseph Conrad. Eine Reise ins tiefe Afrika. Eine Reise, die den Beteiligten mehr und mehr deutlich macht, zu welchen Scheußlichkeiten Menschen aus Gier und Unverstand in der Lage sind. Wer wüsste nicht aus eigener Erfahrung, wie finster es im eigenen Herzen sein kann. Und dass dieses finstere Herz die Quelle ist für Hass und Feindessinn, Vers 1, für Geiz und Unverstand in Vers 2, für Lärm und Streit in Vers 3 und jetzt für Neid, Angst, Not und Schmerz. Hans Lehndorff hatte in der Kriegs- und Nachkriegszeit genügend erschütternde Beispiele dafür sammeln müssen. Er hatte ihn erlebt, den Menschen ohne Gott, die Fratze des Menschen. Das Menschenherz ist unruhig, bis es in Gott zur Ruhe findet. So hat es Augustinus gesagt. Das Herz ist der Motor, das Zentrum, der Antrieb. Hier muss Veränderung einsetzen. Veränderung der Welt beginnt immer, ausschließlich hier. Deshalb gibt Gott uns seine Verheißung: Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Deshalb dieser Hilferuf, die Bitte: Komm in unser dunkles Herz. Komm, damit wir von deiner Menschenfreundlichkeit und Güte erfüllt werden. Bei dir ist Licht in Fülle, ist Wahrheit, ist Hoffnung.
auch noch in tiefster Nacht. Ich selber kämpfe oft mit schweren und oft sehr schwarzen Gedanken, die mich herunterziehen und Gottes Wesen verhüllen wollen, dass Gott gnädig ist, barmherzig, von großer Güte. Ich bitte ihn dann um die Kraft, mich von diesen schwarzen Gedanken aus einem dunklen Herzen zu befreien, damit diese wunderbare Befreiungsvision aus Psalm 126 wahr wird, die wir anfangs gelesen haben. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Wenn sich unser Herz erhält und verändert, ist mit Sicherheit der Schlüssel gefunden für eine veränderte Einstellung zum festen Haus, zur lauten Stadt, zum reichen Land, zur stolzen Welt. Nicht auszudenken, wie das auch unser Menschenleben herrlich machen könnte. Am Ende der Bibel lesen wir, der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Deshalb bitten auch wir mit der Gemeinde aller Zeiten, ja, komm, Herr Jesus, Maranatha. Und der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als unsere Gedanken verstehen, der sei ein Schutzwall und eine Wacht um eure Herzen und Gedanken, dass nichts und niemand euch von Jesus Christus trennen möge. Amen.